Moin Moin und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir befinden uns jetzt hier, ganz oben. Und ich dachte, wir können das Gebiet ja noch einmal erforschen, wenn wir schon mal hier sind. Ist das denn da? Na, egal. Würde ich sagen, macht am meisten Sinn. Hier waren wir ja schon in der Kirche von Irid und vielleicht finden wir noch mehr Sachen da. Deswegen, ja, lass uns mal auf unser Ross steigen und hier weiter. Okay, ist die Frage, welchen Weg wir irgendwie machen. Vielleicht in diese Richtung. Da geht es auch runter, aber ich glaube, wir müssen hier hinten irgendwie runterreiten. Es war auch ein merkwürdiger Weg, den wir hier hingekommen sind, müssen wir zugeben. Aber wie kommen wir denn da günstig runter, ohne zu sterben? Ist die Frage. Ach, da, guck mal, hier sind so ein paar. Steindinger hier. Versuchen wir es mal. Ich versuch's mal. Wie viel Leben habe ich verloren? Gar nichts. Okay. Komm hier auch runter. Komm, hier kann ich auch wieder runter. Okay, machen wir. Nein! Och Leute. Das ist doch echt nicht wahr. Vielleicht mit dem Pferd doch einfacher. Also, ja. Ich lasse es mal drin, als Warnung für andere, dass man da nicht runterspringen soll. So. Das war ja wirklich wieder phänomenal dumm von mir, ne? Das gebe ich zu. Hä, wo war das denn jetzt? Da hinten, ne? Da hinten war das, okay. Ja, aber wie dumm. Also das sind so Sachen, da denke ich mir jedes Mal, Mann, ey. Wie dumm kann man sein? Aber man kann ja anscheinend da runterkommen. Okay, hier können wir unsere Sachen einsammeln. Trotzdem müssen wir, glaube ich, was zu trinken nehmen. Weil wir schon echt ordentlich was gemacht haben. So, unser Pferd. Na, spring doch, du blödes Pferd. Oh, was ist denn da los mit diesem Pferd? Okay. Gut, sind wir gut mal angekommen diesmal. Nicht gestorben. Hier ist auch nichts, okay. Gut, auf Karte gucken. Genau, da wollte ich auch hin. So ungefähr in diese Richtung. Dass wir hier irgendwas finden können. Da sind ein paar Gegner. Okay, es sind richtig viele Soldaten. Müssen wir jetzt nicht unbedingt angreifen, oder? Geben ja auch nicht so die Welt von Punkten. Auf der Karte, okay. Freiten wir mal dieser Straße entlang. Oder auch nicht. Kurz ausweichen. Ups. Wo geht's hier hin? Immer schön an der Kante längs. Das ist nie gefährlich. So, was statt da? Achtung, großer Baum. Ja, dann gehen wir doch nicht zum großen Baum. Wenn es hier einen Baum gibt.
Ich will runter hier. Was ist das denn da? Was ist das? Das ist nicht... Ganz ehrlich, Leute, was mache ich denn? Och, Mann. Wir haben noch nicht mal ein Ding gefunden, also wir müssen wieder runterreiten da. Und nicht, dürfen nicht runterfallen, dürfen nicht sterben, sonst verlieren wir alle unsere Sachen. Shit, ey. Das war wieder richtig... Typische Schanzenaktion, echt. Einfach nur dumm. Das war so richtig dumm, ey. Nein, ich wollte auch meine Sachen holen. Okay. Er ist runtergefallen. Da hinten ist ein Leuchtfeuer, habe ich gerade gesehen. So. Das holen wir jetzt. Also es ist auch so offensichtlich, dass man es sehen kann, aber ich habe es natürlich nicht gesehen. Dort nehmen wir es mit. Sieht ganz geil aus mit den Pfeilen da drin. Okay. Holen wir uns unser holdes Ross wieder. Mal gucken, was das da ist. Kann ich das abschießen? Was versuchen? Pass auf. Goldene Rune 6. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut für uns. Was ist noch so ein Ding? Nochmal 6 goldene Runen. Perfekt. Okay, mal gucken, ob ich noch da irgendwie einen. Nein, treffe ich nicht. Von ist mir zu weit weg, ich bin zu blöd dafür. Oh. Weg. Hier ist ein kleiner Ort wieder. Den könnten wir ja mal untersuchen.
Was sind wir denn hier? Okay. Oh, da kommt schon einer. Na komm her, du Köder. Da ist ein fettes Schloss. Dann nehme ich hier Handlanger. Oh. Okay, zu viele. Eieiei. Okay, dann lassen wir lieber die Burgruine da unten untersuchen. Was ist das? Hier war auf jeden Fall ein. Was ist das denn hier? So ein Kriegsding. Oh, hier können wir auch so ein wieder hinstellen. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ziemlich weit. Ich würde nochmal zurückgehen zu dieser Stelle da vorne. Zu dieser Burg da unten. Um zu schauen, was es da gibt. Da gibt es ja auch gar nichts hier, aber. Wie man sieht, hab ich die Geschichte noch gar nicht so extrem verfolgt. Was ist das? An anderen Ort reisen. Was macht er denn mit mir? Mal gucken. Mal. Gucken wir, wo wir landen. Das ist auch neu für mich. Hoffentlich kann man wieder direkt zurückreisen, sonst wäre es echt ärgerlich. Lyona, das Seenland. Okay, hier sollten wir, glaube ich, gar nicht hin. Glaube ich. Aber dann können wir auf jeden Fall schon mal dieses Reiseportal da nehmen. Da ist was, was wir einsammeln können. Karte des Treffpunkts. Okay. Eine einfache Karte gefunden. Gucken wir uns nochmal an, die einfache Karte. Karte ist eine einfache Karte, die bei einer Leiche scheint zu einer Treffung zu führen. Der Mann, dem die Karte gehört, könnte auf der Suche nach einem einzigen Mittel zum Betreten der Chemie gewesen sein. Ein Schimmersteinschlüssel. Ach, okay. Gut, das ist schon gut, dass wir die haben. Das ist ja der Typen, den wir da getroffen hatten. Den wir getroffen haben in der kaputten Kirche da.
Okay. Rast mir schnell. Da sollten wir jetzt nicht, die sollten wir jetzt vielleicht nicht angehen unbedingt. Aber wir können ja wieder zurückreisen. Und zwar direkt wieder dahin. Gut. Die Karte ist markiert, dann wissen wir, wo dieser Schimmerstein ist. Aber müssen wir gleich mal auf der Karte vergleichen, wo das sein kann. Aber jetzt gehen wir noch mal. Jetzt gehen wir noch mal zum da runter. Zu dieser Burg. Da wollen ja nicht gleich die ganzen Wächter umbringen da. Kommt da rein. Oh, Quatsch, Alter. Also mein Schild hält noch nicht gegen Magie auf. Das ist leider schlecht. Kuckuck Schimmerstein, okay. Okay, wir haben alle gekillt hier. Hier irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Oder war das einfach nur unnütz? Keine Kiste oder so, die wir da irgendwie... Nein. Schade, schade, schade. Hier ist noch eine. Goldene Runen, die können wir gebrauchen. Kommt alle heraus, heraus dunkel unter der Erde. Bieten wir unseren Augen der Jungfer da. Gehen wir da unten rein, in die. Okay, hier ist nichts.
Pilz. Ist der Spiegel, wo wir gerade eben waren? Okay. Das haben wir schon wieder irgendwie. Man vertrödelt so viel Zeit im Spiel, ne? Das ist doch der Hammer. Ja, oder? Findet ihr nicht? Ich finde, man vertrödelt so richtig viel Zeit im Spiel. Man will dies und das machen und dann bleibt man kurz da hängen, da bleibt man hängen. Also man bleibt immer irgendwie hängen bei irgendwelchen Sachen. Ich finde, das ist das gerade. Ich meine, das ist natürlich auch das Interessante. Aber es ist auch echt das Schwierige, ne? Sich so fokussiert zu bleiben. Und auf irgendwas kommt da hinten. Das können wir noch mal aktivieren da hinten. So falsch platziert aus der Stein. Gut, da haben wir wieder was eingesetzt. Also sie. Was ist das für ein? Und das haben wir auf jeden Fall gefunden. Was immer das ist. Er zeigt auf jeden Fall hier unten irgendwo hin. Unterirdische Gruft voraus. Unterirdische Gruft voraus. Wo hier? Da? Vorsicht vor Hinterhalt. Ja. Aha. Komm nicht weg. Blutung ist immer scheiße. Okay, aber ich sehe jetzt keine Gruft hier, aber da stand was, dass eine Gruft hier sein sollte. Wir laufen hier mal vor links. Das ist alles ein da. Nein, wir haben es wieder bekommen. Perfekt. Beinschutz bekommen. Wir müssen nachher mal unsere Rüstung so mal kontrollieren. Etwas voraus. Gift voraus. Hier gibt es natürlich schlecht. Alter, was ist das denn? Und nicht nur so ein bisschen Gift, ne, sondern gleich volle Granate. Den haben wir vergiftet. Man sieht vielleicht sauschnell leben, ne? Ja, das will ich, dann klebe ich gleich komplett. Brauchst du Antidot oder sowas, ne?
Hätte man drauf hören sollen, auf Gift voraus. Weil ich glaube, ich kann mich fast gar nicht... Ich muss ihn einmal killen, um zu sehen, ob ich irgendwas hab gegen Gift vielleicht. Ich meine, ich habe nichts dagegen. Lass uns mal weitergehen. Kann man es denn irgendwo dran erkennen? Da steht ja einfach nur Gift voraus. Wir müssen auf den Stein gehen, damit man es sieht. Da ist irgendwie etwas, was wir einsammeln können. Trotzdem ist es sehr uncool. Dunkelschmiedestein 2, okay. Können wir wahrscheinlich gebrauchen, gut für unsere Waffe. Man muss doch irgendwas daraus machen können hier. Oder nicht? Klar, können wir uns gleich zurückbeamen, ne? Aber ich dachte, es gibt vielleicht irgendwas im Inventar, was wir nutzen können. Kurz was trinken. Aber trotzdem würde ich mich ganz empfehlen, weil ich irgendwas hat, womit man das irgendwie das Gift wegbekommt. Ja, anscheinend nicht. Gut. Aber hier haben wir auch nichts gefunden weiter. Unser Pferd rausholen. Weil hier geht es auch nicht weiter, hier geht es ja nur noch runter. Okay, lass uns zurücklaufen. Natürlich nicht normal vergiften hier. Ach, guck mal, hier ist auch noch was. Ah, okay, ich sehe auch schon, was es ist. Sollen wir da reingehen? Ja, machen wir, ne? Mal ein bisschen Action haben. Das ist noch eine Gruft. Die werden wahrscheinlich nicht leichter werden, aber gehen wir runter. Katakomben am Klippenfuß. Das Gute ist aber, dass wir hier erstmal rasten können. Und auch gleichzeitig unsere Sachen auffüllen können. Das ist natürlich perfekt ist für uns. Wir können auch einen Stufenaufstieg machen. Dann machen wir mal vielleicht eher die Kraft nochmal höher. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich noch ein bisschen im Inventar so ein paar von den Runen habe. Guck mal da zum Beispiel. Perfekt. Mehr davon, ne? Und hier auch nochmal. Wow, 4000 sogar. Dann können wir auf jeden Fall nochmal. Dann können wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen was hochpushen. So, Kraft ist höher gegangen. Jetzt machen wir die Stärke mal wieder ein bisschen höher. Mal Kopf geschickt machen, ne? So. Gut. Mit unseren Flaschen eigentlich. Genug geplant. Flasche verstärken. War nicht mehr. Ich dachte, ich teste es aber mal, ne? Verteidigungs haben. Arzneimischung. Da haben wir nur die Sachen. Gut. Dann lass es mal runtergehen. Erstens viel Glück. Oh, ich bin gespannt.
Ah, guck mal. Na klar. Stärker hier. Wurzelharz. Da ist hier so eine Tür, die wir nicht aufkriegen. Schalter brauchen. Okay. Das ist so eine Gräber. Lilie. Ich höre mal Geräusche von links und rechts, aber da haben wir gerade kamen drei Schüsse von da hinten und ich war durch Zufall nur an der Seite. Da steht auch schon wieder einer. Okay. Wie fiese viele Fallen es eigentlich gibt, ne? Wenn man überlegt. Da ist irgendwas. Aber was ist das da? Lassen wir den einfach da schlafen? Oder greifen wir den an? Mist. Komm weg hier. Oh, fuck. Kleiner Golem. Ich glaube, den muss man killen, damit oben das Graue weggeht, ne? Sonst macht es, glaube ich, keinen Sinn. Das glaube ich mal. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Geh nochmal runter. Thank you.
dieses Sturmschild können wir auch ganz gut benutzen. Sollen wir testen. War nicht einer, der um die Ecke getanzt kam? Ah. Mann. Da oben liegt eine Leiche irgendwie. Da komme ich noch nicht hoch, ne? Die Pfeile nochmal schießen da? Ne, anscheinend nicht. Ne, okay. Oh. Wir gehen trotzdem mal ganz kurz oben längs, bevor wir ihn da unten angreifen. Nur um zu sehen, ob es hier irgendwas gibt, wo wir... Also nur zwei davon. Brauchen wir so ein... Haben wir aber nicht, oder? Doch, haben wir. Nee. Okay. Nox-Spiegelhelm, okay. Oh, er hat mich schon entdeckt. Oh Mann. Oh, komm schon. Verdammte Axt. Oh nein. Oh nein. Aber ich hätte, glaube ich, einen angreifen müssen. Ich glaube, ich hätte die gar nicht angreifen müssen. Ich hätte so, also ihn nicht, ich hätte so vorbeischleichen können. Das machen wir gleich nochmal. Das interessiert mich doch so ein bisschen, ob man da auch so durchkommen kann. So, bei voller Todesanzahl steckt ihr auf der Stelle, genau. Aber wir wollten einmal kurz in die Rüstung gehen, denn dieser Himmelsdrehen-Skarabäus. Okay, also der macht mehr, was kann der denn? Wofür ist denn der gut? Das sieht einfach noch heiß aus. Okay, da unten, der macht den ganzen Kram weg, okay. Ich guck mal allgemein, was bei der Rüstung ist. Ist natürlich schwerer hiermit, aber schützt natürlich auch wesentlich mehr, ne? Dürften ja eigentlich noch. Die Frage, was wir nehmen. Sollen wir mal den? Hier haben wir, glaube ich, noch diese, die es ein bisschen schwerer machen würden, aber trotzdem sind wir immer noch leichter als, also, dass wir immer noch unsere Rollen machen können. So, dann lassen wir mal runtergehen. Ah, nicht super leicht, aber immer noch ein bisschen. Ja, ein bisschen Schutz brauchen wir einfach mal, weil wir wirklich sonst gar nichts mehr reißen hier. Gut. Wir müssen unsere Runen wiederholen, das ist auf jeden Fall wichtig. Das wäre ärgerlich, wenn wir die noch verlieren werden. Guck mal, da denkt man nämlich, man kann den sofort angreifen. Sieht aber, dass da noch einer ist. Oh. Wie dumm war das denn? Wie dumm war das denn gerade? Naja, egal. Okay.
Oh Mann, oh Mann. Schmiedesteine, 3 Stück, perfekt. Besser geht's ja nicht. Wir müssen kurz ein bisschen aufpassen und konzentrieren hier. Gerade eben kamen sie nicht runter, jetzt kommen sie wieder runter. Das ist doch irgendwie verrückt. Verarschen? Oh, er pennt ja da hinten, den lassen wir auch pennen. Den Typen hier oben müssen wir irgendwie überlisten. Dass wir zumindest unsere Sachen wiederbekommen. Nein! Oh, das gibt's doch gar nicht. Wir haben unsere Sachen zwar wiederbekommen, aber sind trotzdem schon wieder gestorben. Ach, ist das ehrlich. Jetzt müssen wir die Sachen wieder da. Also, es ist so blöde. Ich würde die ja ganz gern angreifen, aber. Das ist auch ein bisschen blöd, ne? Mann, Mann. So, wir müssen Sachen auf jeden Fall wiederholen. Zumindest die Runen will ich wieder haben. Weil das ist auf jeden Fall mal eine Stärke mehr. Weiß ich, mega viele Runen, aber schon einiges an Runen. Oh, krass. Die schmettern schon so ein bisschen rein hier, die Affen. Nein! Ein hässlicher Vogel. Ja. Ich muss auch platt machen, leider. Gut. Ich darf nicht so unvorsichtig sein, ne? Das ist echt dumm von mir. Dieses dumme Viech. Ja, ich ärgere mich so, wenn man so dumm Kram macht und das irgendwie nicht klappt. Und die Bodenplatte haben wir jetzt nicht berührt. Er schläft da hinten. Oh Mann, ey. Und da oben ist ja auch einer. Er sitzt da oben, sitzt da auch einer. Das ist echt auch, dass er noch nicht entdeckt wird hier. Guck mal, da sitzt einer. Thank you.
trink was, trink was. Danke. Oh. Okay, wir haben unsere Sachen wieder. Wir bluten zwar ein bisschen, aber... Ich weiß bloß nicht, wo dieser Schalter ist. Den müssen wir noch finden. Trauer versuchen. Da müssen wir hin, da ist der Schalter, glaube ich. Irgendwas ist noch. Ich trau den ganzen Frieden ja nie hier. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Ganz ehrlich, ah, das sind so kleine Viecher, ne? Machen doch so viel. Das ist die Sense, okay. Die Sense. Klappt mal an. Okay. Erstmal gehen wir weiter mit unseren Sachen. Hier welche. Da oben. Goldene Rune. Ah. Mein Gott, die kommen auch aus allen ihren Ecken gekrochen hier, ne? Gut, das haben wir alles aufgelöst, haben wir auch aufgelöst. Das heißt, wir müssen da hinten diesen einen Weg da leider längs. Pass nicht auf die Platten trete hier, dass ich da jetzt nochmal einen Schuss abbekomme gleich. Hier sind die Platten, ne? Da will ich nicht auftreten. Oh nein! Kann er mich hier entdecken? Ich hoffe nicht. Er geht zurück. Vielleicht kann man uns da wieder hochschleichen. Oder? Oh. Ihr macht mich echt sauer. Ihr macht mich echt sauer.
Mega sauer. Ich wollte auch nur zum Schalter, ne? Nur so nebenbei. So, wir müssen gucken, wie komme ich denn jetzt da rüber, alter Schwede. Ich muss doch da irgendwie zum Schalter kommen. Der pennt da unten, ne? Das soll auch weiter pennen. Ich muss irgendwie da hochkommen, meine Sachen wiederholen, was echt schwierig wird. Ich darf ja auch nicht runterfallen. Da liegen die Sachen. Nein, warum bist du runtergefallen, du Affe? Die Frage, wo wir hin sollen, ne? Hier sind wir ja schon durch und das war ja verkehrt. Oh, tritt ich da noch drauf? Wie dumm war das denn?
Da muss ich hin, aber wie komme ich denn da hin? Warte mal. Wie kommt man denn da hin? Oh nein, komm schon. Oh, wie dumm. Kann ich jetzt nicht auf die schießen, wenn er kommt? Haha! Cool, cool, cool. Eine gute Falle. Ey, das ist perfekt. So killen wir die einfach jetzt alle. Oh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht selber gekillt werden. Aber so können wir den anderen doch schon auch locken, oder nicht? Also ihn da oben müssen wir so umbringen. Gut, und ihn hier unten locken wir jetzt nochmal zu uns hin, oder? Können wir uns noch rumgucken. Hier rein, schießen wir ihn auch ab. Ja. Hier. Komm, komm, komm. Na komm. Komm! Okay. Oh nein! Nein, schön, schön. Und laufen. Okay. Aber wir haben ihn auch erwischt. Okay, oh, Alter. Gut, die haben wir auch erledigt jetzt. Oh, jetzt mal gucken wir, wo es denn diesen nächsten Weg gibt. Weil langsam weiß ich nicht mehr, wo ich hin soll. Monster voraus, ja. Den haben wir ja gekillt.
So, dann gehen wir eine Etage höher. Gibt's einen Geheimweg oder sowas? Was ist da noch so? Also, wir haben jetzt alles gekillt hier, ne? Gibt's hier noch andere verborgene Wege? Ich finde einfach keine. Da oben müssen wir hoch. Kann man hier noch irgendwie runter? Da ist ein... Ah, da ist ein Boden, aber... Da steht auch ein Typ. Ah, da sterbe ich ja, wenn ich hier runterspringe, oder? Da steht tatsächlich jemand. Oh Gott. Sollen wir es versuchen? Was haben wir zu verlieren, ne? Den lassen wir einfach da stehen. Können wir hier links gehen? Warte mal. Da sind wieder drei Löcher drin. Ah, okay, warte, ich habe eine Idee. Okay, aber hier geht's links. Immer aufpassen, hier sind überall diese kleinen Viecher. Keine Gegner voraus. Ah, ich traue den Ganzen nie. Ah. Noch so ein Riese. Schnell drücken. Als wenn ein Gegner sein sollte. Irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet. Alter Reichszahn. Ist da noch einer bei ihm hier? Objekt voraus, okay. Okay, lauf weg. Gut, ich auch. Wir müssen hier längs, ne? Ich will einmal kurz zum Anfang. Das ist kurz, ich will zum Anfang. Weil da können wir ja dann weiter machen. Und uns auch alle unsere Dinger holen. Bevor wir mich da reingehen, machen wir lieber nochmal ein Reset. Würde ich sagen. Das machen wir. Definitiv. Puha, das war eine harte Kost hier. So, wenn wir das machen, können wir nochmal Stufenanstieg machen. Und zwar den... die Kraft... Kondition. Kraft ist ja eigentlich nur ein bisschen mehr Leben. Was heißt nur? Ist schon gut, ne? Also, lass uns mal die Stärke ein bisschen hoch machen. Das Geschick. Ja. So.
So, und dann können wir aber auch noch mal kurz hier. Da wollen wir ja gleich wieder hin, ne? Aber dann können wir nicht auch kurz mal hier hinreisen? Ne, können wir nicht. Müssen wir rausgehen für, ne? Aber da wir ja die Tür schon geöffnet haben, können wir ja einmal hier rausgehen. Ich habe mich was. Gucken, ob das klappt. Wo sind wir jetzt hier? Da kommt ein Klippenfuß. Und wir reisen mal hier zurück. Und werden da noch mal gucken, ob die Tante mit den Lilien unsere Viecher da stärker machen kann. Weil das wäre ja auch nochmal ein nettes Ding. Und ihn können wir vielleicht auch nochmal unsere Waffe stärker machen lassen. Okay, komm her. Greetings. Are you here for spirit tune? Ja. Kannst du nochmal unsere Hunde ein bisschen kräftiger machen? Verstärken wir auch nochmal kurz. Die haben wir noch nicht benutzt, aber lass uns das trotzdem mal machen. So, und jetzt gucken wir, ob wir bei ihm auch noch was machen können. Was brauchen wir hierfür? Wir brauchen 4 Stück und haben nur einen, okay. Können wir einen Bogen was machen? Okay. Armbrust können wir noch nicht benutzen, ne? Oder? Ach, die können wir auch schon benutzen. Na gut. So. Jetzt reisen wir direkt wieder dahin. Und dann gehen wir mal rein zum Boss. Ich bin ein bisschen gespannt, wie stark der ist. Überhaupt stark ist. Ich bin gespannt. So. Das wird ja wieder so ein Hund sein, so ein Wachhund bestimmt. Aber hier sind die Gegner ja schon so stark. Ich kann mir gut vorstellen, dass der nochmal. So, ich bin gespannt, was das so drauf hat. Wir machen mal ganz kurz hier. Flasche der Wunder sind nur 2. Und dann holen wir die Hunde gleich wieder. Ne, wir holen die Hunde. Wenn das überhaupt geht hier unten, vielleicht geht es ja auch gar nicht. Testen es mal. Mit dem Hunden wäre es wirklich, wirklich schwierig gewesen. Aber so ist ganz gut. Gut. Ja. Mal zurück. Der Weg dahin war viel schwieriger als der Gegner selber. Aber trotzdem.
So ist es. Bis jetzt haben wir auch, glaube ich, nur die leichten Gegner genommen, wenn die meisten sagen, ja, nur die leichten Gegner. Ist wahrscheinlich auch so. Aber so nach und nach werden wir ja stärker und stärker und besser und besser. Also von daher ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. So. Und wir reisen jetzt einmal hier hin. Zur Tafelrunde. Jo. Gut. Und ich sage danke dafür fürs Zuschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.